sogar schlimmer. Es gibt keine sichere Handlung. Du kannst nicht zu 100% behandelt werden. Im Prinzip ist Krebs noch schlimmer. Und Ebola ist jetzt halt nur so krass gehypt, weil ja einfach so verschiedene Krankheitsfälle auftreten und bla 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 bla. Und sagen wir es so, wenn es wirklich solche Zombies gäbe, ja? Wenn es wirklich diese Ebola-Zombies gäbe, dann wäre das auf der einen Seite natürlich richtig krank. Mein Gameplay 305 hockt immer noch da unten rum. Das ist natürlich richtig krank, aber auf der anderen Seite wäre das bestimmt auch mal Verbindung unterbrochen, disconnected. Okay. Jetzt geht's wieder normal. Ja. Red weiter. Ja, und wenn das, dann wäre das auf der einen Seite natürlich oberkrass, weil wenn es wirklich Leute gibt, die von den Toten einfach so wieder auferstehen können, like Jesus, ja, nur eine Krankheit, dann ist das natürlich auf der einen Seite scary hoch 10. Aber rein theoretisch könnte man, wenn man das vielleicht genauer erforscht, das vielleicht irgendwie. Boah, Alter, wie oft willst du mich noch wegporten? Könnte Nützlich. man das. Könnte man das vielleicht zur Heilung von, Alter. Könnte man das vielleicht zur Heilung von, Kranken einsetzen? Oder Toten oder irgendwie sowas? Heilung von Toten, könnt ihr überhaupt noch krank sein? Man weiß Ah, nicht, frag weiß mich nicht. nicht. Boah, Alter, das ist so der Witz, ja, weil ich die ganze Zeit teleportiert werde, habe ich nur noch A, 2 Essen, kann B nicht mehr sprinten und es ist 10 nachts. Ich muss zum. Geh schon mal zur Base, ich komme dann gleich nach. Ich brauche bloß mein letztes Glas hier. So, und dann fragt dieserjenige noch, was wir bei einer Zombie-Apokalypse machen würden. Fett Party. Wo wir hingehen würden, wie wir uns verteidigen würden, welche Waffen, bla bla bla, Buschbaurasen mir. Okay. Lass mal überlegen. Also, wie ich mich persönlich verteidigen würde. Ja. Ist jetzt schwer zu sagen, aber. Also Sagen wir es so. als erste Frage, wo. Du musst natürlich da halt immer mit ausgehen. Sind Zombies wirklich so blöde, wie es immer dargestellt wird? Oder sind Zombies einfach nur tote Menschen? Nee, So ähnlich wie allgemein, Vampire. also derjenige geht davon aus, dass sie genauso blöd sind, wie sie dargestellt werden. Okay. Vielleicht ein Naja, ist kleines ein Stück Zombie. intelligenter und Ich glaube, der Zombie hat mich registriert, ja. Max, ja. geh schon mal schnell zur Base zum Schlafen gehen. Und Geh schon mal nach das unten, ich komme. Ich bin da. und als erstes fragt er, Komm, komm, go, go, schnell. wo wir hingehen würden, wenn das also ob also beziehungsweise wo wir uns davor verstecken würden. Er immer Also schlafen ich. müssen, Monster. Ja, hier ist eins in der Nähe. Moment kurz. Ja. Der ist hier. Also, wo würdest du dich vor diesen Viechern verstecken? Also ich glaube, im Endeffekt würde es dir nichts bringen. Im Endeffekt würdest du einfach sterben. Das ist einfach so. Aber ich glaube, fürs Erste vielleicht bei mir zu Hause verbarrikadieren. Dann später vielleicht noch irgend so einen allgemeinen Anlaufpunkt nehmen. Komm, schnell, schnell, schnell. Nächstes Monster. Also ich finde es ja prinzipiell etwas Krankenhaus oder sowas, würde ich mich verbarrikadieren wollen. Okay, schnell, schnell, schnell. Weil du brauchst ja in so einer Zeit medizinisch notwendige Dinge, ne? Ja, ist wieder Tag? Nö. Aua. Schnell, leg dich schlafen. Oh, was ist denn das? Haut mich jetzt mein Hunger oder was raus? Ey, ich hab so krass Hunger, ja, dass ich Herzen verliere. Nochmal. So, jetzt aber nochmal. Liegst du schon im Bett? Ja. Jetzt. Und nächster So, und Tag. dann, wie würden wir uns verteidigen? Ich glaube, ich würde mir erstmal Waffen holen, erstmal im Allgemeinen so. Hast du irgend noch was zu essen für mich? Ja. Gut. Übrigens, wo wir gerade bei so Sachen sind, hast du mal Lust bei No More Room Hell mitzumachen? Ja, kann ich machen. Musst du bloß mal auf Steam runterladen. Ja, okay. Max, bei deinem Wolkenporno-Tempel-Scheiß, ja? Also einmal hier, wobei, pass auf, ich gebe dir jetzt mal zwei Stacks, Hier, bei den anderen Olli, helfe ich jetzt. da liegen Steaks für dich. Ja, finde ich gut. Pass auf, dann bau du jetzt ein bisschen mit dem Glas weiter. Und dann baue ich jetzt inzwischen ein bisschen so weiter, ja? Also deine. Sag einfach Bescheid, wie hoch es werden soll. Vier Blöcke hoch, jede Etage. Ich würde gern zwei oder drei Etagen machen. Aber lass mal ein bisschen Platz für Fenster zwischendrin, ne? Auf welcher Höhe willst du die Fenster haben? Zwei, oder? So, dass jedes Fenster zwei hoch ist und dann halt noch eins drüber, ne?
Ja, okay. So ist dann die Etage genau 4 hoch. So, ich hole mir mal Schaufeln. Weil mit Schaufeln, 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 Schaufeln kann man Schaufeln, Schaufeln, Schaufeln. Aha. War das jetzt ein Zungenbrecher? Nö. Ich habe einfach bloß irgendwas sinnlos vor mich hingelabert. Das habe ich gehört. Wie ich das zumeist tue. Also ich denke mal, du willst keinen, generell die ganze Seite hier links, brauchst du keinen freien Ausblick, weil ein Blick auf die Treppe lohnt sich nicht so richtig. Oder auf eine fette Glasebene. Ja. Da hast du recht. Bruder. Brutal, ich bin brutal. Achso, nächstes Thema, wir sollen über Geschwister sprechen. Die sind ja auch manchmal Monster. Ja, also Max kann natürlich nicht viel dazu sagen, der hat keine, aber ich bin ja mit einer kleinen Schwester. Glücklicherweise möchte ich anmerken. Ja, all das Einzelkind ist alles so viel besser, ja. Aber gut, ich bin mit einer kleinen Schwester bestückt. Bestückt ist die beste Ausdrucksform dazu. Sagen, es gibt manchmal wirklich Sachen, wo ich mir Sagen so wir mal denke, bestraft, würde ich. ja, es gibt manchmal wirklich Dinge, wie zum Beispiel heute, ja. Ich habe jetzt heute mit Max sehr viel Minecraft aufgenommen. Da wurde ich jetzt zum Selbstversorger ernannt. Und ja, als ich ein bisschen was von meiner Sis abhaben wollte, hat sie sich ernsthaft geweigert, von einer Portion, die für drei gereicht hätte, eine Wurst abzugeben. Mal jetzt als Beispiel. So sehen sie. Ja, so sehen sie manchmal, wa? Ich hab sowas glücklicherweise nicht. Oh ja. Pass auf, Max, ich baue erstmal generell alles zu, ja, und du entscheidest dann später, wo alles Nee, hin mach soll, ja? ruhig mal Fenster mit rein, weil da sparst du Material gleich. Ich Nee, gehe. ich Ich. baue alles zu, weil du bist hier der Designer davon. Ich baue nur Ja. sozusagen die Grundrisse. Du musst dann halt auswählen, wo Mach alles so. hin soll. Und dann musst du halt noch in Holzboden drüber machen, ne? Oder machst du den zweiten Boden dann auch mit Glas? Ich weiß nicht, sollen wir dann die Decke auch aus Glas machen, oder? Da hat das Glas einfach mal aufgehört. Also machst du dann, also wollen wir dann die Decke aus Glas machen, oder aus? Ich würde eher sagen aus Holz. Gut. Da kannst du dann ja auch anfangen, ne? Also jede Etage muss insgesamt 4 sein und auf der fünften machst du dann die Decke sozusagen, ne? Ja. Aber dazu brauche ich erstmal wieder meine Materials. Die du hättest, wenn du nicht gestorben wärst. Ja. Da hat einfach mal ganz frech wie Oscar das Glas aufgehört. Tut mir leid, so viel Sand hatte ich nicht zur Hand. Ja, das habe ich gemerkt. Pass auf, dann geh du mal inzwischen kurz wieder Sand fahren, dann kümmere ich mich um den Rest. Genau. Boah, ich höre wieder so ein Zombie rumröcheln, ey. Ey, voll geil, du. Ich habe einen zweiten Eingang gefunden, der aber nicht in eine Höhle führt. Na. Ich habe übrigens jetzt den Vlog noch mal neu geschnitten, wegen dem wir dieses ganze Theater jetzt Dilemma haben. haben. Natürlich haben wir dieses Dilemma größtenteils wegen Alex, aber weil ich mir einen grandiosen Schluss für ein Video überlegt habe und das dem Alex nicht gefallen hat. Kam eins zum anderen. 4 Sekunden Video, was sagt ihr dazu? War das wirklich notwendig? Na, wobei ich ehrlich sagen muss, Max, du hast halt schließlich angefangen und einfach das Passwort geändert. Ja, Also. mit deiner Zustimmung dazu. Ich wusste ja nicht, dass Google es erlaubt, von völlig fremden Personen, die nicht die Bestätigungs-E-Mail-Adresse haben, einfaches Passwort ändern zu lassen, einmal. Na, wieso? Sie hatten doch die Adresse. Oder Alex hatte doch die Adresse. Ja, aber er hat ja keinen Zugriff drauf, da hat ja mein Passwort nicht auf meine Adresse. Ja, gut, schon, aber sobald du die E-Mail-Adresse weißt, hast du im Prinzip verloren oder hast du im Ja, Prinzip Problem war bloß, gewonnen. der konnte einfach so das Passwort ändern, ne? Ja, das ist es halt. Das darf ja eigentlich nicht sein, weil eigentlich müsstest du dann einen Bestätigungslink kriegen auf deine E-Mail-Adresse, also auf meiner sozusagen, auf meiner privaten. Und dort müsstest du dann bestätigen, dass du dein Passwort ändern möchtest. Aber bei mir stand dann: Sie haben Ihr Passwort geändert, Dankeschön. Tja, so kann's gehen, wa? Account-Sicherheit, und dann sagen die mir: Account-Sicherheit nehmen wir sehr ernst. Ja.
Genau. Ne? Größter Witz. Und dann beim zweiten Mal, natürlich, wenn du auf einen Tag auf den anderen da isst, das ist dann verdächtig, wenn du da zweimal nacheinander isst. Dings, dingst und. Das Dings, Dings auf jeden Fall. Beste Deutsch. Ja. Wäschte. Hasen. Survival. Action. Stirb, Hasi. Hase, stirb einfach. Wann Ansonsten. gehen wir eigentlich wieder in eine Höhle? Erstmal nicht mehr, oder? Erstmal nicht, wir müssen Wobei ich erst. mich ehrlich gesagt sehr wurm, dass wir keine Diamanten gefunden haben. Das kriegen wir auch noch hin. Aber wir können ja auch so erstmal mit unseren momentanen Rohstoffen gut leben. Ja, natürlich. Kann nicht so sein wie in meinem ersten Let's Play, das sind da gleich nach 50, nee, nach der 15 Folgen gleich mal total Diamanten hat, ne? Es Ich finde passiert es schade, nicht. früher hast du echt leicht Diamanten gefunden. Ganz früher. Ganz früher nicht, aber so in Mittel. Da war schön leicht, aber jetzt. Jetzt musst du richtig, richtig weit runtergehen und Glück haben. Ich finde das voll krass, dass du mit Damage höher hüpfen kannst. Ich baue gerade einen See zu. Du baust gerade einen See zu, aha. Einen Und warum kleinen, baust du aber gerade einen See zu? weil da Sand drunter ist. Ach so. Und dann kann man halt diesen Sand da abbauen. Boah, Alter, ich hab ein. Ohne Scheiß, ja, hätte unser Haus gebaut, habe ich jetzt gerade einen mega epischen weiteren Platz gefunden. Boah, aber jetzt finde ich, lass mich gerade echt wurmt. Ich finde gerade keinen richtigen Baum mehr, wo ich so richtig jetzt abbauen kann. Wobei, wir haben jetzt das Bone Meal, das heißt, wir können jetzt erstmal eine kleine Farm machen. Oben bei uns. So, ich gleich habe ich den ganzen See zugebappt. Ja, ist kein Ding, so. Musst dich nicht dafür schämen. Und freust du dich schon morgen wieder auf das total tolle Schülerleben? Ja, total. Was kann schöner Wir sein? schreiben nächste Woche drei Klassenarbeiten Was? hintereinander. Ich sag dir was, ich habe genau 2 Vierteltage Schule. Oder, na, vielleicht 2,5 trifft's eher. An Montag und Dienstag normal und Mittwoch haben wir anstatt 8 Stunden nur 3. Und Freu da, man muss dich. dazu sagen, ja, anstatt zur ersten, erst zur zweiten und dann bis zur vierten. Das ist so geil einfach nur. Stell dir vor, ich habe Du jeden nicht. Tag 6 Stunden. Was? Außer Welche Klasse Dienstag. bist du? Da habe ich 8 Stunden. Trotzdem 6 Stunden ist echt wenig. Ich bin Klasse 7. Erst? Ich dachte 8. Nö, ich wurde spät eingeschult. Was ich auch besser finde, weil die Klassen vor mir, die waren relativ bescheuert. Gut, ist gerade die Mädels aus meiner Klasse, die sind echt. Nicht so die intelligentesten oder was? Hirn nicht vorhanden. Na Hirn gut. wahrscheinlich zu Hause vergessen haben, wenn sprechen. Also ich habe einfach Da ist da. aber einigen das Gefühl, Ich ohne weiß, Spaß. die haben sich, die haben ja so Gruppenchat, WhatsApp und sowas gemacht und Kettenbriefe verschickt, ne? Und wenn ich eins nicht abkann, dann sind das Kettenbriefe. Und da mache ich natürlich mit, ne? Und wie mache ich mit? Natürlich dupliziere, natürlich kopiere ich diese Nachricht und ver-3078 fahre sie und schicke sie dann wieder auch dorthin. Dies lässt einige Handys abschmieren. Ist ein ganz schöner Assi, Max. Und dann rennen die zur Klassenlehrerin deswegen. Ich sag nichts mehr zu. Ja, würde ich auch nicht, Mann. Ne, also falls irgendeiner von euch das hört, nehmt's nicht persönlich. Der Ist nur ist einfach meine so. Meinung über euch. Der ist einfach so.
Also sagen wir so, die Grund, die Grund